Morgen. Ich habe heute mal ein bisschen länger geschlafen und zwar bis 8:30, weil ich echt noch mal ein bisschen Schlaf nachholen musste. Ich kam gestern auch erst so spät ins Bett und jetzt habe ich direkt schon ein paar E-Mails beantwortet und mich fertig gemacht. Ich habe heute mal meine Lippen so ein bisschen mit Lip Liner umrandet und dann Lippenstift auch getragen. Könnt ihr ja mal schreiben, wie ihr das findet. Ich finde, das sieht immer so ein bisschen fake aus, so als ob ich meine Lippen aufspritzen lassen würde. Aber ja, ich weiß nicht. Ansonsten bin ich jetzt gleich in der Uni verabredet. Da habe ich einen Kommilitonen gefragt, ob er mir so ein bisschen Nachhilfe gibt in Spieltheorie. Und danach treffe ich Wolfram Kohns für so ein Projekt, was wir gemeinsam bei Web Videopreis machen. Und ich bin schon richtig gespannt. Ich kenne ihn schon so lange. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Der moderiert ja zum Beispiel das Frühstücksfernsehen bei RTL. Oh, ich glaube, das wird super interessant. Und ansonsten ist Kisu hier heute oder ist jetzt in Köln für meinen Geburtstag auch. Und ja, also mal schauen, was heute alles so ansteht. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Tag, obwohl das Wetter nicht so schön ist. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich lange geschlafen habe. Wenn die Sonne so in mein Fenster scheint, ne? Ey, dann kann ich einfach direkt aufstehen. Wie gefühlt immer mein Outfit of the Day, weil es ja regnet. Meine Zoe-Oder-Jacke mit Kapuze. Dann diesen Jumpsuit von Edited, den habe ich euch auch schon mal gezeigt. Ansonsten habe ich noch hier so eine Pünktchenstrumpfhose an. Da liegt irgendwas auf dem Boden. Und meine Garnischuhe. Und ja, ich habe hier so eine kleine Laufmasche. Aber egal. Stepping out, it's Friday night, how I'm longing for this day. So, mein Meeting war auf jeden Fall erfolgreich. Leider war Frau Kurz nicht dabei. Aber naja. Und ich habe heute mal so ganz anders Uni. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo ich hier hin muss. Und ja, ich habe nämlich jetzt doch mal einen Kurs gewechselt, was ich auch besser und auch interessanter finde von der Fächerwahl. Ja, und deswegen habe ich jetzt woanders. Ich bin jetzt gerade noch bei Aldi und wie cool ist das denn? Die haben so richtige Ben & Jerry Dupes. Hätte ich jetzt nicht gleich Uni, würde ich die auf jeden Fall mitnehmen. Ziemlich gut aus. Aber eigentlich wollte ich nur Wasser kaufen, weil ich gerade keins habe und ich natürlich auch genug trinken will. You got that good, good vibe. I want to spend some time back here with you. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich esse gerade hier noch die letzten Reste von meiner Couscous-Pfanne. Und mal gucken. Ich werde jetzt noch ein bisschen was für die Uni, glaube ich, machen. Ja, einfach, damit ich das mal erledigt habe. Weil morgen bin ich bestimmt noch ein bisschen mit meinem Geburtstag beschäftigt. Und ich muss sagen, ich hatte ja heute Nachhilfe bei dem Felix. Also danke nochmal, falls du das sehen solltest. Es ist echt, sobald mir das einer so ein bisschen erklärt, dann ergibt alles viel mehr Sinn. Ja, das war auf jeden Fall ganz produktiv, aber ich will das Ganze noch vertiefen und vielleicht mache ich später noch ein bisschen Sport. Aber das seht ihr ja dann. Und Kisu und ich wollen heute echt dann mal Germany's Next Topmodel gucken. Da bin ich ja auch mal gespannt. Ich habe nämlich noch keine einzige Folge diese Staffel gesehen. I got that good old times. You want to spend some time back here with me. So, ich sitze jetzt hier noch an meinem Video für Samstag und das hat mir Lea noch so ein bisschen von der Farbe hübscher gemacht und ja, jetzt mache ich auch noch hier das Thumbnail und dann kann ich das eigentlich auch schon alles fertig machen. Ich mache jetzt noch zum Runterkommen ein bisschen Sport und ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, das ist so ein kleiner Plan mit ungefähr, ich glaube, das sind 10-12 Übungen, so High Intensity. Und das mache ich, das dauert vielleicht so 15 Minuten ungefähr und ist schon ein bisschen anstrengend, aber super, wenn man mal nicht so viel Zeit hat. Jetzt eben noch das Workout hier gemacht. Das ist von Blogilates. Das habe ich euch, glaube ich, schon öfter empfohlen. Ich mag die Workout super gerne. Und ja, jetzt werde ich auf jeden Fall nochmal duschen und dann zu Kisu. Meine Haare sind zwar noch nass und ich könnte besser aussehen. Ich bin auch noch ungeschminkt. Aber egal, ich gehe jetzt zu Kisu. Wir haben uns jetzt erstmal wieder bei Foodora was bestellt. Und zwar wieder bei Rich & Greens. Und hier gucken wir schon Germany's Next Topmodel. Und es ist eigentlich ganz interessant. Hätte ich irgendwie nicht gedacht. Und wir haben uns hier noch so Kokosmilchreis bestellt. Der sieht auch mega gut aus. Schmeckt. Mm.
Und ich bin jetzt auch schon wieder zu Hause. Ich muss sagen, Germany's Next Topmodel ist ganz cool, aber ich brauche es jetzt irgendwie nicht so. Also, ja, ist irgendwie nichts Neues. Gleich wollte ich jetzt noch mit meiner besten Freundin telefonieren, weil wir doch noch zusammen verreisen wollen. Aber wir wissen noch nicht, wohin. Also, wenn ihr Tipps habt, gerne her damit. Und ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Tschüss!